So, wir benötigen eine Baute hier drüben. Zu ungefähr 100%. Wir können von hier aus direkt Goldmünzen beziehen. Eure Küche zeugt einfach eine Scheinheiligkeit und wird euch keinen Nutzen bringen. Vor meinem Zorn bewahrt euch auch keine höhere Macht mehr. Ich werde eurer sogenannten Rebellion den Marsch blasen. Blas mal lieber nicht. Will niemand sehen. Will niemand hören. Will niemand von wissen, umso mehr. Straßenausbau. Geologen. Das haben wir Baldur schon gut zusammengeprügelt. Gut, Dinge bewegen sich. Aber wir kommen noch nicht mal ansatzweise mit unseren Bauprojekten hinterher. Über die Lagerhäuser stehen wird das natürlich wahrscheinlich ein bisschen vereinfachen. Ihr habt Keulenmangel. Braucht der Jäger etwas zu lange? Wahrscheinlich. Ah, da ist unser Reparateur, glaube ich, unterwegs. Holzbretter. Unbedingt. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Nur so wird es funktionieren. Bossete. Nutzen wir das Gebiet. Forsten es einfach mal richtig hart. Ihr habt da ein Lagerhaus. Die Strecke ist viel zu lang. Da muss noch ein Lagerhaus zwischengeschaltet werden. Wurst und Waffen. Es fehlen Produktionsgüter. Ich glaube ja nicht. Hier haben wir zwei Jagdgebiete. Setzen wir drei Keulenfabrikanten hin. Ja gut, hier kommt niemand auch nur ansatzweise hinterher mit dem, was wir gerade hier vorhaben. Unsere Baumeister sind einfach völlig überfordert. Haben wir Bier? Wir haben Bier. Wir können noch nicht forschen. Das ist die Universität von Krisallen. Das ist keins der Klöster, oder? Nein, aber das ist das Kloster. Das ist befestigt. Wo sind die anderen Klöster? Wir brauchen ja nur ein Kloster. Die sind bestechlich. Verkehrung würde viel zu viel erfordern. Dieses Kloster, das Kloster des Okkulten. Ah, das sind die einfach diesen. Das sind die sehr, sehr gut bestechlich sind. Wir könnten die sogar jetzt schon bestechen. Dann bräuchten wir eine Händlergilde. Und Münzen. Wir brauchen Zugang auf Technologien, also bin ich jetzt schon bereit, das einzugehen. Wo ist der nächste Marktplatz? Haben wir einen Warenumschlagplatz auf dieser Karte?
Nein, es sieht nicht aus, als wenn sie... Ja, doch, da. Da ist ein Hafen. Der einzige Hafen. Dieses Gebiet wäre also unser Handelszentrum. Wo wir auch Münzen herstellen können. Wie praktisch. Dann deponieren uns mal eine Handelsgelde hier drüben. Benötigen wird diese Handelsgilde einen Bauernhof. Jetzt zuallererst bauen wir unsere Minen auf. Die werden den meisten Platz kosten. Alles andere kriegen wir dazwischen gezwiebelt. Bäume stehen wieder alle im Weg. Warum machen Bäume sowas? Wer hat ihm die Berechtigung gegeben, immer im Weg zu stehen? Ah. Kohle. Kohle. Ah. Kohle. Und hier ist jetzt kaputt. Okay. Stückchen noch. Da ist Platz. Ich will, dass da Platz ist, also ist da Platz. Kohle. 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 Vollgelaufen. Natürlich. Was aber kein Problem sein dürfte. Wir machen Folgendes. Da kommen zwei Schneider rein. Nein. Nein. Ja. Und da kommen dann zwei Weber rein. So. Da kommt dann ein Lager aus zwischen... Nein. Dann kommt da ein Lager aus zwischen. Da kommt ein Bauernhof hin. Der ein bisschen Platz brauchen wird. Für drei Schafzüchten. Der wird einen Brunnen benötigen. Der direkt hier neben aufgestellt werden kann. Das müsste das Ganze dann hier hinkriegen. Gold. Zwei Berghütten. Werden wir natürlich brauchen. Wohin? Wie? Wie wollen wir es passend machen? Das so hinsetzen. Und so hinsetzen, dann müsste es doch alles klappen. Wir brauchen natürlich auch unsere Geologen überall. Wir könnten ja noch unsere Gold... Eine Münzprägung, einen Münzschnitt dazwischen drücken, aber ich würde sagen, Münzen kriegen wir so aus dem Handel raus, also wird das passen. Dann können wir nicht sagen, können wir unsere Münzschnitte nach hier hinsetzen. Alle beide. Und jetzt zwei denke ich nicht, dass wir brauchen werden. Daneben würde ich dann wahrscheinlich eine Grobschmiede für Schmuck setzen. Oder eine Waffenschmiede für Waffen. Oder, Sekunde, hier kommt dann einmal Papiermühle hin. Und dann kann hier schon mal einen Buchbinder rein. Dieses Gebiet ist befestigt. Das macht mich glücklich. Und da er noch nichts nachrekrutiert hat, würde ich sagen, können wir unsere Armee schon mal
hier rüberbringen, um ein bisschen aufzuräumen. Gut, Quicksave. Bevor das Spiel mir wieder abschmiert und irgendwas Komisches macht. Wir brauchen Eisen. Eisen haben wir von dort zu kriegen. Die einzige Eisenmine, die wir überhaupt wirklich in unserem Griff haben. Also machen wir uns an die Arbeit und holen Eisen von hier. Schaffen wir außerdem mal kurz eine Lagerkette von... Ne, sagen wir eine übergreifende Lagerkette. Ein paar Trägern mehr. Ich denke, das könnte möglicherweise ein bisschen wichtig sein. Okay, das ist dämlich. Aber die Strecke ist mir trotzdem zu lang. Also würde ich sagen, nach hier hin. Ah, das ist da ein bisschen kurz. Hier, diese Strecke muss auf jeden Fall verkürzt werden. Und hier können wir noch Holzbretter ziehen. Ich habe das Gefühl, wir werden sehr viele Holzbretter brauchen, also machen wir das. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Was habt ihr gerade getan? Nein. Dann verschwenden wir nicht mal Zeit. Habe ich mir gedacht. Ach, das war noch gar nicht repariert. Oh. Hat gerade erst angefangen. Zum Glück. Wäre peinlich geworden. So, wir haben jetzt das hier. Da können wir uns von hier aus noch mehr Goldmünzen beschaffen lassen. Befestigungen wurden ausgebessert. Ich würde gerne direkt zur verbesserten Befestigung kommen. Weil es viel wert ist. Das heißt, wir brauchen noch zwei Prestigestufen. Müssen davon einen Haufen Stein ausgeben. Gehen wir über den Wohnhausausbau dahin. Ja, die Händlergilde wird nicht ausgebaut werden. Wir könnten schon mal eine Kaserne in Auftrag geben. Und die dann kostet man einen Platz versehen. Ich möchte gerade noch nicht in diese Angelegenheit reingeraten. Aber wir können schon mal alle Wohnhäuser kostet man einen Auftrag geben von der Verbesserung. Kostet uns zwar gefühlt alle Holzbretter. Aber wir dürften dafür gesorgt haben, dass die alle gebaut werden können. Ja, wir haben definitiv genug Forst, um das hier auszukriegen. Wir haben keine Werkzeuge mehr, das ist ein Problem. Da ist kein Weg dran vorbei. Doch, ein Weg führt dran vorbei. Wir haben noch Eisen. Für fünf Werkzeuge und nicht viel mehr. Aber macht euch in die Arbeit. Das Werkzeug. Okay, wir wollen das Geld brauchen. Müssen wir 12 Bier gegen ein einziges Werkzeug eintauschen? Das ist ein bisschen erbärmlich. Okay, Logistik. Okay, das brauchen wir. Okay, können wir noch nicht. Okay, das ist scheiße. Wie machen wir das? Wir brauchen Eisen, das ist wichtig. Konstruktion. Haltet alles an, was uns gleich Werkzeug kosten könnte. Das einzige Werkzeug, das wir jetzt gleich brauchen, ist für die
das muss nicht. Das kostet kein Werkzeug. Das einzige Werkzeug, das wir jetzt gleich brauchen, ist für die Eisenschmiede. Für die Eisenschmelze und die ganze Angelegenheit. Alles, was mit Eisen zu tun hat. Okay. Die dürfen. Die kostet kein Werkzeug. Die dürfen erst recht nicht gebaut werden. Das kostet nichts. Okay, das darf. Alles, was Werkzeug kostet, ist böse. Die Werkzeugmacherei muss gebaut werden. Wir haben kein Werkzeug für die Werkzeugmacherei. Vielleicht kriegen wir eine Eroberungsbelohnung. Das ist dann unsere Probleme. Zur Not marschieren wir einfach hier entlang und können den nicht einnehmen, weil er sich befestigt hat. Bitte. Der da ist zu stark gesichert. Der hier kann einfach wirklich sehr billig bestochen werden. Und damit kämen wir ans Kloster des Okkulten ran, was uns diesen Weg hier eröffnen würde. Wir brauchen aber das Kloster des Handwerks. Was, wie ist das versteckt? Was ist Wissen? Oh, fuck. Konradin rastet da ein bisschen aus. Er hat eine zweite Armee ausgehoben. Wissenschaft, Handwerk ist hier. Die sind wahrscheinlich unglaublich, die sich nicht zu bekehren. Die sehen aus, als wenn die ermordet werden müssten. Die sind wahrscheinlich zu bekehren. Landwirtschaft wäre auch schon viel wert. Die sind zu bestechen. Die hier. Hier sind zu ermorden, wie es aussieht. Sehr viele Leute zu ermorden. Kostet eine Bauhütte eigentlich Werkzeug? Nein, die kostet nur ein Holzbrett. Schon mal viel wert. Alles bricht zusammen, weil es an Getreide fehlt. Wie ist das überhaupt möglich? Wieso wurde eine Papiermühle gebaut? Hat es nicht verboten? Wahrscheinlich hätte ich genau die nicht verboten. Ja. Wir können uns drei Werkzeug leisten. Wird getauscht durch. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesen Frieden. So, Berghütte. Wir brauchen drei Stück. Lagerhaus. Hier kommt unser Schmelz hin. Wir hätten jetzt die anderen Sachen bauen müssen. Jetzt kommen die. Wir haben keinen Platz, ich weiß. Aber das ist erstmal eine andere Frage. Das einfach so. Das ist weit, dann brauchen wir eine Lagerhauskette, die definitiv von hier nach hier reicht. Das tut unsere aktuell gar nicht. Einmal auf der Seite der Brücke und noch einmal auf der anderen Seite der Brücke.
Mag übertrieben wirken. Ah, das passt schon so. Erlauben müssen wir allerdings auch die Kohleförderung. Ansonsten kommen wir natürlich gar nicht voran. Was es noch mehr Werkzeug kostet, was wir nicht haben. Oh, der beißt sich gerade richtig schön die Zähne aus. Gebiet ist schwach, nehmt es euch. Ich brauche jede Eroberungsbelohnung, die ich kriegen kann. Außerdem gibt es hier oben nochmal eine lebende Werkzeugproduktion im Endeffekt. Wollen wir also haben. So, Bauhütte. Wo sind die Leute gerade unterwegs? Die Lager, die gebaut werden möchten. Verstehe. Wohnungen sind aber gerade auch ein bisschen wichtiger. Warum werden die noch nicht ausgebaut? Logistik. Das erlaubt. Sitzt nach vorne. Das ist ganz wichtig, also macht das mal ganz kurz alles. Holzpresse und Steine kommen mir gerade ganz gut rein. Ganz weit nach vorne damit. Unmittelbar danach kommt dann diese ganze Produktion. Der Rest ist ja sowieso kurz mal ausgeschaltet. Ah. Macht mehr Werkzeug. Rekrutieren wir noch? Hör auf zu rekrutieren. Das hilft uns gerade nicht weiter. Handel wäre zwar schön und gut, können wir aber nicht. Und dann der Feind hat die Zugang zum Kloster Wissenschaft verlangt. Wenn ihr verhindern wollt, dass der Feind die dortigen Technologien erforscht und sie für seine schädlichen Zwecke nutzt, sollte das Kloster umgehend zurück. Oh, und das war's schon. Ja, was wollen wir da denn machen mit dieser Armee? Oh, das gesagt, jetzt habe ich so in seinem Kloster. Jetzt werde ich euch zeigen, wie man diese unwissenden Geistlichen behandelt und ein bisschen Forschung zu betreiben. Sagt ein Jutsu zu seinen ach so wertvollen Technologien. Ja, da kann man nichts machen. Da kommen wir nicht dran. Nein, Ernst, da kann man wirklich nichts machen. Solange wir das Kloster des Handwerks kriegen. Aber die waren so eine Gruppe, die man vernichten musste, oder? An die Bekehrung denke ich hier nicht wirklich. Bestechen sieht auch nicht wirklich richtig aus. Ah. Ich glaube, wir haben uns schon wieder in der Ecke manövriert. Ja, wie wir das gemacht haben, war nicht intelligent. Also, wir könnten schon schlechter sein, aber so kommen wir nicht wirklich voran. Wir sind zu schnell. Wir sind viel zu schnell expandiert. Ich würde sagen, wir fangen nochmal neu an. Aber das werde ich in der nächsten Aufnahme angehen, denn jetzt muss ich mal diese Aufnahme verarbeiten und mir eine Mütze schlafen können. Weil es ist schon wieder früh geworden. So, liebe Gemeinde, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir nochmal von vorne anfangen und diesmal sicherstellen, dass wir nicht die gleichen Fehler von vorne begehen. Wir wollen nicht zu schnell wieder expandieren oder zu schnell verschiedene Dinge bauen, die wir nicht brauchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.
Bis zur nächsten Aufnahme. Cheerio.